Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich den anderen Fraktionen von SPD, CDU und FDP ausdrücklich Dank sagen für die Zusammenarbeit bei dieser Resolution. Ich möchte Dank sagen, dass in dieser Resolution, in dem Text der Resolution zum Ausdruck kommt, für was wir stehen: für eine weltoffene Demokratie, für ein klares Zeichen der Solidarität mit unseren Freundinnen und Freunden in Frankreich. Herzlichen Dank dafür, dass das gelungen ist. Und ich lese diese Resolution so, dass die Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit diese vier Fraktionen hier im Landtag einen und dass dieser Landtag auch keinen Zweifel daran lässt, dass dies Ausgangspunkt der Resolution und der Solidarität mit Frankreich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch aufrichtig meine Trauer darüber zum Ausdruck bringen, dass diese Taten in Paris geschehen konnten. Wir möchten den Hinterbliebenen unser ausdrückliches Mitleid mitteilen und wir hoffen auf baldige Genesung derjenigen, die verletzt wurden, und zwar nicht nur an Leib, sondern auch an der Seele. Denn welche tiefen Spuren diese Taten hinterlassen können, insbesondere an der Seele, ist uns allen sicherlich bekannt, und das wird auch oft in Flüchtlingsheimen, die hier in Deutschland aufgearbeitet werden müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich unfassbar, mit welcher Gleichgültigkeit dort in den Cafés geschossen wurde. Und diese Leute sind keine glorreichen Krieger, wie die IS-Propaganda uns weismachen will. Sie sind keine Helden. Es sind alles heimtückische Mörder und sonst nichts. Und es ging ihnen auch darum, mit ihren Taten eine gewisse Konfliktlogik aufzudrücken. Sie wollten unsere Art der Freiheit, unsere Art zu leben, wollen sie abbauen. Sie wollen, dass wir nicht mehr zum Fußball gehen, dass wir keine Feste mehr feiern. Aber diese Logik werden sie uns nicht aufdrücken können. Und wir sollten alle daran mitarbeiten, dass wir rausgehen und dass wir uns stellen und dass wir uns dieser Kriegsrhetorik ganz klar entgegenstellen. Und es gibt ein sehr gutes Beispiel in Europa, die fassungslos machenden Morde in Norwegen, die Anders Breivik angerichtet haben, haben in Norwegen gerade nicht dazu geführt, dass der Rechtsstaat abgebaut wurde. Sie haben nicht dazu geführt, dass die Menschen zu Hause geblieben sind, sondern sie standen solidarisch zusammen. Und das wünsche ich mir für das weitere Zusammenleben, nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Und es ist auch nicht die Religion des Islam, die diese Menschen zu diesen Verbrechen zwingt. Die übergroße Mehrheit der Muslime ist doch der Auffassung, dass sie Abscheu für diese Taten empfinden. Und sie stehen genauso gegen diesen Terror, wie wir hoffentlich gegen Rassismus und rechtsextremen Terror in Deutschland stellen. Wir sagen den Breiviks und NSUs dieser Welt, aber auch den Rechtspopulisten, die keine Gewalttaten begehen: Ihr seid der Nährboden für Rechtsextremisten und Islamisten. Die Rechtsextremisten und Islamisten sind keine Werkzeuge Gottes. Ihr seid auch keine Patrioten. Ihr seid bloß verblendete Idioten. Ihr steht weder für das Morgenland noch für das Abendland. Bei euch ist nämlich überhaupt gar kein Licht. Ihr seid der Albtraum in der Nacht und ihr seid die Feinde der Freiheit und Toleranz. Und eins, das hat der Kollege Römer eben auch schon angesprochen, hat mich fast schon fassungslos gemacht. Wer jetzt das Flüchtlingsthema mit dem Terror verbindet, wie das im Süden dieser Republik geschehen ist, macht doch Opfer, die aus Syrien beispielsweise geflohen sind, zum zweiten Mal zum Opfern, indem sie mit Ressentiments und einem Generalverdacht gegenüberstehen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir alle entschieden, glaube ich, in diesem Landtag ab. Und das will ich an dieser Stelle deutlich machen, aus meiner Sicht ist das Wichtigste, jetzt in Präventionsarbeit zu investieren. Präventionsarbeit findet oft in der Schule und vor allem in der Schule statt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen weltoffenen islamischen Religionsunterricht einbürgern und nicht die Tür vor den Moslems zumachen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Freiheit ist natürlich verwundbar. Und deswegen werden wir uns wehren. Wir werden uns auch mit aller Macht des Rechtsstaates gegen diese Verwundbarkeit wehren.
und der Kollege Römer hat es angedeutet. Die Analyse von Paris zeigt doch zwei Dinge. Erstens, die Islamisten und Salafisten rüsten auf. Aber genauso zeigt die Bedrohungsanalyse, dass die Rechtsextremisten, quasi die geistigen siamesischen Zwillinge dieser Logik, ebenso aufrüsten und sich durch die Taten von Paris zu Gegenschlägen provoziert fühlen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir den Verfassungsschutz logistisch in eine bessere Lage versetzen sollten. Und wir sollten weitere 25 Stellen, das ist zumindest unser Vorschlag, gegen islamistischen, salafistischen Terror, aber auch gegen jene Rechtsextremisten bereitstellen, die eben Islamfeindlichkeit und Rassismus befördern und zu Taten terroristischen Terrorakten nutzen wollen. Deswegen werden wir den Koalitionsfraktionen in der nächsten Woche vorschlagen, weitere Stellen bereitzustellen. Und weil das eben in der Debatte angesprochen worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen uneingeschränkt an der Seite von Frankreich. Aber meine Fraktion und auch ich bin der Auffassung, wir müssen uns jetzt schon sehr genau überlegen, mit welchen Mitteln wir gegen die terroristischen Akte des IS vorgehen. Uns liegt bisher keine und im Bundestag keine nachvollziehbare, weder juristische noch politische Argumentation dafür vor, in Syrien einzugreifen. Und einer der ersten sinnvollen Schritte wäre ja gewesen, beispielsweise das Land, was die Basis für den Terrorismus des IS ist, nämlich Saudi-Arabien, von Waffenlieferungen abzuschneiden. Und die zweite Logik wäre ja auch eine sinnvolle politische Strategie, was denn danach passieren soll, nach militärischen Eingriffen für den Nahen Osten und für den Frieden im Nahen Osten bereitzustellen. Und da möchten wir der Bundesregierung zurufen, ja, dem IS ist nicht mit guten Zureden beizukommen. Das ist uns allen bewusst. Aber wir brauchen eine klare politische Strategie, was denn passieren soll, wenn militärisch eingegriffen wird. Und die vermissen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis zum heutigen Tage. Ich bin, und das möchte ich an dieser Stelle schon noch sagen, etwas verwundert gewesen, wie breit die Resolution interpretierfähig war nach dem Beitrag vom Kollegen Laschet. Ich möchte, dass von diesem Landtag, von diesem heutigen Tag das Signal ausgeht, wir sind für eine weltoffene, tolerante, aber wachsame Demokratie. Und wir stützen die Werte der französischen Revolution und dafür stehen wir. Und daraus sollte das Signal von diesem Landtag ausgehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen sollten alle Fraktionen dieser Resolution zustimmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.